Schön, wenn Dinge liegen, vor allem da, wo man sie findet. Schön, wenn zwei sich kriegen und es ganz viel gibt, was sie verbindet. Gut, wenn der Zahn der Zeit nicht allzu sehr an dir genagt hat und all das Schlimme nicht gekommen ist, wonach der Teufel in dir immer gefragt hat. Es hätte nicht besser kommen können, 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 es hätte nicht besser kommen können. Aber schlechter allemal. Astrein, wenn die Moral am Ende doch noch über das Geld siegt und der, der eine Sache verbockt hat, sie selber wieder hinbiegt. Schön, wenn die verpassten Züge am Ende alle entgleist sind und die ärgsten Feinde, wenn's drauf ankommt, schon tot oder wenigstens verreist sind. Es hätte nicht besser kommen können, 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 aber schlechter allemal. Wir freuen uns ganz besonders, dass wir mal einen anderen Gast haben, nämlich Stefan Stoppock, ein absoluter Wunsch unserer Fans. Du bist also ganz oft auf unseren Feedbackkarten genannt worden. Holt doch mal Stoppock. Wir haben das jetzt gemacht. Wie findest du das? Finde ich gut. Aber ich verstehe jetzt noch gar nicht, was du meintest mit mal ein anderer Gast. Waren jetzt davor die 6 Male immer die gleichen oder was? Nein, nein, das waren natürlich auch jedes Mal andere Gäste. Aber sie waren häufig unser eigener Wunsch, wo wir gesagt haben, ja, zum Beispiel Axel Prahl, das wollen wir machen. Mhm. Und jetzt haben wir gesagt, wir lassen uns... Ich wollte gar nicht machen. Nee, nein, wir haben gesagt, Stoppock weiß ich nicht. Nee, also eigentlich nicht. Und dann hat aber noch einer so eine Karte ausgefüllt und gesagt, doch, wir wollen doch. Okay. Und dann haben wir gesagt, jetzt kannst du wahrscheinlich gar nichts anderes anbieten. Wir hatten dann erst Bono, der konnte aber nicht und haben dann gesagt, vielleicht machen wir es doch. Ich bin kein Agent, ich bin kein Spion. Ich komm ganz legal an meine Informationen. Ich steck meine Nase nicht überall rein. Wenn die Tür zu ist, zieh ich sie nicht an. Und wenn du was hast, was ich nicht wissen soll, dann bleib ich entspannt und leg meine Hand in den Schoß und lass die Leinen los. Ich hab keine Wanzen bei dir installiert und keine Kamera, die fotografiert oder gar filmt, was du alles treibst, mit wem du dich triffst, bei wem du so bleibst. Und wenn du was hast, was ich nicht wissen soll, dann bleib ich entspannt und leg meine Hand in den Schoß und lass sie dann los. Ist das jetzt rein vom Spielen eines Konzertes her für dich relevant, ob 20 Gäste da sind oder 20.000? Also außer, dass man sich wahrscheinlich immer freut, wenn der Zuspruch groß ist, das ist ja klar. Aber ist das für dich wichtig? Ja, es ist wichtig. Also 20.000 sind zum Glück nie. Und wenn es zu groß ist, finde ich es einfach nicht mehr schön. Und deswegen habe ich auch immer irgendwie, ich bin ja kein Mainstream-Künstler, ich bin überzeugter Independent-Künstler, der nicht mit großen Major-Companies zusammenarbeitet. Und das daraus folgt, dass man auch in den großen Medien nicht penetrant stattfindet. Und deswegen hat man ein sehr intensives, ausgewähltes, gutes Publikum und nicht so die Masse. Und das habe ich irgendwie bewusst gewählt, weil ich mag es nicht, also eigentlich kannst du sagen, so ab 2000 Leute wird es irgendwie komisch, weil dann kriegst du da nicht mehr, also dann reagieren die meisten ganz stereotyp. Also du, ne, diesen hier und Feuerzeuge an oder beziehungsweise heutzutage ist es ja so, dass du wenn du so die Masse erreichst, dann stehen die sowieso alle mit ihren Handys da und also das wäre mir langweilig als Künstler. Obwohl ja wahrscheinlich wirtschaftlich reizvoll, weil mit... Ja, aber das ist eh nicht... ich habe im Lotto gewonnen, mir ist das egal. Nee, das glauben ja die wenigsten. Also mir ist das wirklich egal. Ich habe nicht im Lotto gewonnen natürlich und habe auch nichts geerbt gekriegt oder so. Ich muss schon davon leben. Aber ich finde es, ich fühle mich als Künstler am wohlsten, wenn ich, wenn das so eins zu eins ist. Ich fühle mich so wie so ein Einzelhändler, ne? Ein kleines Geschäft, der
der Verlockung widerspricht, sich irgendwo anzudocken an eine große Kette und an die Börse zu gehen. Ne? So was, ich back meine eigenen Brötchen und bringe die zu den Leuten. Und das ist immer irgendwie ein Tagesgeschäft und da fühle ich mich am wohlsten und das hält meine Kreativität am besten auf Trab. Dumpf dröhnt es aus dem Beton, wie ein Schrei in das Ohr. Es dröhnt wie ein Gong und es kommt dir so vor, als wäre der Winter zu Ende. Wir alleine gelebt, vegetiert auf dem Mond. Es hat leise gebebt, ja, der Mond ist bewohnt. Und es zittern die Hände. Ihr Gesicht im Spiegel, ob es weinte oder lachte, konnte sie nicht mehr sehen. Es war Anfang Oktober, der 7. An dem Tag ist es geschehen. Er war 9 im Viertel. Genau wie sie hat gelandet. Die letzten Jahre im Knast. Erzählt er auf Montage. Hofft, dass dieses Kapitel versandet. Müssen Musiker oder Künstler überhaupt sich da mehr engagieren? Du sagst, du hast früher schon Songs auch dazu gemacht. Das ist ja ein klares Statement. Fehlt dir das auch so ein bisschen in diesem, naja, ich will jetzt keinen direkt ansprechen, aber sozusagen in diesem bunte Einheitsbrei, wo man auf eine Zeitung wartet und sagt, die schreiben mich jetzt nach oben oder nach unten. Ich behalte mich zurück, ich gebe lieber kein genaues Statement ab, vielleicht mit Ausnahme bei Trump, weil den einfach alle doof finden, aber ansonsten traue ich mich da nicht hinter der Deckung vor. Ist das ein Problem? Ja, ein Problem ist, dass die Künstler, also Künstler und Medien, das ist immer heutzutage natürlich schwer, ist man sofort Medienkritiker und dass zu viele Künstler zu sehr egoman drauf gucken oder zu einfältig oder zu weiß nicht, eingebildet sind, dass sie unbedingt für sich irgendwie groß werden wollen. Also sich nicht über ihre Kunst definieren, sondern über, ich bin der Geilste und stehe eben im Stadion und alle jubeln zu. Ne? Also die Eitelkeit, die steht. Und die Eitelkeit ist bei Medienmachern, bei Politikern und so weiter das große Problem. Und deswegen glaube ich, wenn jetzt hier über Populisten geredet wird, wir leben ja, das ist ja schon in dem Wort und Popmusik, ne? Das ist ja, was wir im Radio gehört haben die letzten 40 Jahren, das ist ja alles populistisch. Da wird ja nur ein, ich sag mal, wenn es hochkommt, 10%, eher 5% von dem Kulturgeschehen, was in, nur jetzt, wenn wir bei Deutschland bleiben, in Deutschland irgendwie stattfindet, da findet 5% statt, also ist das ja populistisch. Ne? Und die Leute werden darüber ja, einfach penetriert und viele Leute, die jetzt nicht Musikspezialisten sind, die hören halt im Radio und denken, das ist das, was es irgendwie gibt. Mhm. Und das finde ich schade, weil dadurch nehmen Künstler wie Medien die Möglichkeit, den Leuten auch was anderes mitzuteilen. Und das führt immer in die Sackgasse. Mhm. Von daher finde ich, Künstler sollten weniger eitel sein und sagen, scheiß der Hund drauf. Also ich glaube schon, dass es ohne die Majors geht. Und das ist ja eben nur, was man will. Und ich finde es schade, wenn so Künstler, gerade die sich dann den Arsch aufgerissen haben die ganzen Jahre und eine Fanbase haben, dass sie da am Ende dann doch sagen, jetzt will ich aber irgendwie groß sein. Weiß ich, bei mir war es immer so, vielleicht habe ich eben nicht so viel Eitelkeit oder keine Ahnung, oder meine Mama hat mich mehr geliebt und mehr Selbstbewusstsein gegeben. Ich brauche das einfach nicht. Ich finde es eher, ich möchte mit den Idioten nicht zusammenarbeiten, um nur irgendwie dann noch mehr Leute zu erreichen. Weil auf der anderen Seite hast du dann nämlich auch im Publikum mehr Idioten, weil es die Anzahl an
guten, fühlenden, denkenden Menschen, die einen eigenen Geschmack haben, ist hierzulande begrenzt. Hey, ob du es glaubst oder nicht, das ist mir egal. Du brauchst keinen Mann, du brauchst Personal. Du brauchst einen, der für dich hin und her fährt, dich beim Zahnarzt abholt und dann zum Friseur fährt. Er wartet, während du in der Reinigung bist. Auf zweite Reihe, Parkverbot, auf dickster Verkehr. Was du eigentlich bräuchtest, wär ein Chauffeur. Hey, den Chauffeur, den hätten wir. Was kaufst du sonst noch? Ein Babysitter brauchst du für Dienstag und Mittwoch. Und für Samstag und Sonntag, auch noch wenn möglich. Genau genommen bräuchtest du zwei, und zwar täglich. Dann fehlte dir noch einer, der die Wohnung in Schuss hält. Ein Staubsauger auf Bein, der auch noch bügeln kann. Personal, das brauchst du, du brauchst keinen Mann. Ja, yeah. Also ich hab, muss man natürlich sagen, ich habe am Ende der 80er war mal so eine Phase, also in den 80ern gab es viele Möglichkeiten mit einer Band, auch als unbekannte Band zu spielen. Und gegen Ende der 80er ebbte das so ein bisschen ab, dass man so gemerkt hat, die Leute gehen doch mehr nur zu den Sachen hin, die sie auch aus dem Radio kennen. Und da habe ich so gemerkt, jetzt wird es ein bisschen schwierig und ich wollte weiter mit meiner Band eben spielen, wollte weiter die Möglichkeit haben. Und habe da irgendwie den ersten großen Deal dann doch mit einer Major Company gemacht, mit der BMG, um einfach auf so ein anderes Level zu kommen. Also, dass mich schon ein paar Leute mehr kennen, damit ich weiter in den Clubs spielen kann. So. Und nach die zweite Platte, die da rausgekommen ist, das war dann mit, da war gerade Viva neu, da hatten wir irgendwie Dumpfbacke als Video und das lief in der Rotation. Und da ging das irgendwie so steil nach oben. Und die Plattenfirma hat dann irgendwie oder wollte dann in das nächste Ding Kohle reinbuttern bis zum Abwinken und war davon überzeugt, das ist dann der kommerzielle Durchbruch. Und da habe ich dann einfach gesagt, an dem Punkt habe ich gesagt, das reicht mir jetzt. Das, was ich haben wollte, habe ich erreicht. Also mehr Leute kennen mich. Die ganzen Clubs so in Tausendergröße sind alle ausverkauft. Das ist wunderbar und habe das dann torpediert. Ich musste zwar einen Vertrag erfüllen, habe dann aber ein Instrumentalalbum rausgebracht und die sind aus allen Wolken gefallen und gesagt, das killt dein Erfolg und dann bist du irgendwie draußen. Und ich habe es aber irgendwie gemacht. Habe einfach gesagt, hier, Instrumentalalbum könnt ihr veröffentlichen und fertig. Und das war dann auch natürlich irgendwie erstmal der kommerzielle Breakdown. Aber ab da hat sich das anders weiter verteilt und rumgesprochen. Und bis heute ist es so, dass immer neue Leute dazukommen, das Publikum wechselt und natürlich die Leute extrem schätzen, dass es noch aus meiner Generation einen Künstler gibt, der sich unabhängig hält und demzufolge auch relevante im Hier und Jetzt Kunst macht, Lieder macht. Weil das Schlimmste, das muss ich auch noch dazu sagen, ist die größte Angst, und das hat sie auch rausgestellt, dass das berechtigt war, ist, dass ich mir vorgestellt habe, jetzt in meinem Alter mit 60 da zu stehen und meine alten Hits von vor 30 Jahren zu spielen. Das war immer eine grauenvolle Vorstellung. Und so geht es auch vielen Kollegen. Die müssen einfach dann, die spielen dann und die Leute wollen nur die aufgewärmten alten Gefühle haben. Und das finde ich als Künstler absolut grausam. Da hätte ich keinen Spaß mehr. Beweg dein Herz umhin. Schick beide auf die Reise. Tanz, tanz, tanz. Aber dreh dich nicht im Kreise. Aufgaben lösen. Oder nicht, keine Frage von Cleverness. Eher der Sicht, hält die Welt dich gefangen? Oder gibt sie dir Halt? Interessiert dich dein Nachbar? Oder lässt er dich kalt wie das meiste, was dir auf dem Bildschirm erscheint? Und du nur reagierst, weil irgendwer meint, dass man dieses oder jenes jetzt gut finden muss. Und du dir das reinziehst bis zum Schluss, dann da sitzt. Völlig gelähmt wie ein Tiger im Zirkus, endgültig gezähmt.
Schick dein Herz zum Himmel. Schick beide auf die Reise. Tanz, tanz, tanz. Aber dreh dich nicht im Kreise. Jeder kriegt einen solchen Helm. Der Helm ist das Symbol des Manas Rock. Mhm. Und wir haben immer die Hoffnung, dass die Künstler diese Helme nehmen, natürlich mit dem Helm auftreten, ihn einfach immer tragen ab jetzt, auch bei allen anderen Shows. Ich werde ihn jetzt, glaube ich, wenn ich den so sehe, nie wieder abnehmen. Das ist die Hoffnung. Das ist ja eh immer ein Problem mit der Frisur. Und dann unterscheide ich mich auch definitiv von Bono. Deutlich besser. Insofern, schön, dass du bei uns bist. Wir freuen uns auf einen grandiosen Abend bei Harzer Frühlingswetter. Dankeschön. Ich bedanke mich. Bei den Fans, die die Jungs überredet haben. Soll ich den jetzt aufsetzen? Mache ich. Damit wir noch ein Abschlussbild haben. Da und da. Wie schnell, wie schnell, wie schnell, wie schnell, wie schnell, wie schnell, wie schnell ist nicht passiert. Wie schnell, wie schnell, wie schnell, wie schnell, wie schnell, wie schnell, wie schnell ist nicht passiert. Wie schnell, wie schnell, wie schnell, wie schnell, wie schnell, wie schnell, wie schnell ist nichts passiert. Und ganz egal, wohin das führt, ganz egal, wohin das führt. Und wenn's nach Goslar führt, wer schon tot lebt, spart sich die Beerdigung, spart sich die Beerdigung, spart sich die Beerdigung. Sparen, sparen, sparen. Schön, dass ihr da seid.